Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und die Übung, die ich dir heute zeige, ist so 1:1 ein Video bei mir aus dem Coaching Club. Im Coaching Club gibt es jeden Tag neue Übungen, komplette Trainingseinheiten, Taktiktipps, alles was du als Trainer brauchst, um wirklich ein besserer Trainer zu werden und regelmäßig Fortschritte zu machen. Also, du solltest unbedingt hier auf diesen Link klicken und Mitglied im Coaching Club werden, damit du dort jeden Tag die besten Inhalte bekommst. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir eine Übung zum kooperativen Abwehrverhalten in der 3-2-1-Deckung und zwar zum Aushelfen des Hinten-Mitte. In der 3-2-1-Deckung ist es ja so, dass immer dort, wo der Ball ist, dort soll der Hinten-Mitte hingehen und dort tritt auch dann der Halbspieler raus. Das heißt, hier würde jetzt der Hinten-Mitte nach hier hingehen. Und Ziel der Übung ist es, dass wir ein 3 gegen 4 spielen, also Deckung in Überzahl erstmal, so dass wir dann gucken, diese drei Rückraumspieler hier, die angreifen, die haben als Aufgabe durch Stoßen, 1 gegen 1 und Kreuzungen hier zum Durchbruch zu kommen. Und der Hinten-Mitte soll immer mit Ballseite verrutschen, ne, wenn der Ball hier ist, dann nach hier, um einen, ja, gegebenenfalls einen Durchbruch hier dann auszuhelfen und mit zu verhindern, dann nach vorne zu treten und hier auszuhelfen, mit festzumachen. Das ist Ziel. Ja, ist dann erstmal relativ, na, sagen wir nicht simpel, das Spielfeld ist trotzdem sehr, sehr groß. Das heißt, gerade wenn ihr sehr, sehr starke Angreifer habt und ein kleines Gefälle im Team, sodass die Angreifer ein bisschen stärker sind als die Abwehrspieler manchmal, ja, dann kann hier auch in einer 3 gegen 4 Aktion der Angriff sehr, sehr gute Aktionen machen und häufiger mal zum Torerfolg kommen. Ja, das heißt, dass so diese erste Stufe hinten Mitte immer mit Ballrichtung verrutschen und dann im 3 gegen 4 immer dort aushelfen. Und um das dann schwieriger zu machen, ne, kann man dann eine Erweiterung aufs 4 gegen 4 machen, dass das Gleiche quasi genauso gemacht wird. Der Kreisläufer erstmal noch passiv ist, ne, der dann im normalen Spiel nicht benutzt wird und nicht mit angespielt wird, sondern der nur aktiv wird, sobald er in der Mitte aushilft. Das heißt, er macht hier zum Beispiel 1 gegen 1, kommt zur Mitte, dieser hier ist zu spät, er tritt vor, ne, und erst dann darf der Kreisläufer mit angespielt werden. Das heißt, der hinten Mitte muss so vortreten, dass er im Optimalfall die Hände hochhält, um den Pass hier zum Kreisläufer zu verteidigen, ja, und dann direkt hier festzumachen, sodass kein Ball mehr rauskommt. Dadurch lernt der Kreisläufer dann halt so rauszutreten, dass, also der Abwehrspieler in der Mitte lernt so rauszutreten, dass der Kreisläufer nicht unbedingt angespielt werden kann. Ja, das heißt, der Kreisläufer ist dann erst passiv und darf erst aktiv werden, sobald er in der Mitte raustritt und darf dann angespielt werden. Musik.